Hey, was ist das? Ist das Metall? Viele Symbole und Zeichnungen. Ich muss das meinem Opa zeigen. Opa! Wo bist du? Opa! Guck, was ich im Sand gefunden habe. Hallo, Aurora. Was hast du gefunden? Gib mir mal. Oh, das ist eine Zeitung aus dem Jahr 2025. Erzähl mir mehr, bitte. Vielleicht hatten die ersten Kolonisten das verloren. Die Zeitung stammt aus der Zeit, als ich noch ein Schüler auf der Erde war. Ich war immer ein fleißiger Schüler und ich wollte immer Raumfahrtingenieur werden. Wir hatten sogar Bücher aus Papier noch gelesen. Und schreiben mussten wir in ein Heft aus Papier. Wir hatten Spaß draußen, wenn wir eine Pause hatten. Das war eine gute Zeit für Respekt der Natur und der Mensch. Computers hatten wir als separate Objekte. Wir hatten Informatikunterrichten und mussten alle Eingaben manuell eintippen. Keiner hatte Rechner als Implant damals. Als Smartphones in den Alltag ankamen, hatte ich für mich entschieden, mich nicht auf die Maschinen einzulassen. Ich war immer ein Verfechter des kritischen Denkens. Als die künstliche Intelligenz außer Kontrolle geraten war, war ich einer der Ersten, der die Erde verlassen wollte. Mein Fachwissen hatte mir geholfen, ein Weltraumschiff zu entwickeln. Deine Oma war aber auch in die Konzeption involviert. Und wie du weißt, hatte ich mit deiner Oma und anderen Freunden die Erde in 2050 verlassen. Später kam deine Mama zur Welt. Und vor 10 Jahren wurdest du, Aurora, geboren. Wow! Jetzt hast du noch Zeit, den Mond in seiner zunehmenden Phase zu beobachten, bevor du schlafen gehst. Okay. Ich möchte auch Raumfahrtingenieurin werden.